Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Glitch-Video. Es haben sich ja viele die Frage gestellt, aber ja, wir haben auch in der Version 1.1.2 die Möglichkeit, Glitches auszuführen. Und heute werde ich euch erklären, wie ihr es schafft, innerhalb 5 Minuten das Maximum an Poké-Dollar zu bekommen. Wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Zuallererst müsst ihr euch nach Erzählingen begeben und ihr müsst erstmal in den Untergrund. Ganz normal in den Untergrund, denn wir müssen jetzt erstmal einen Wanderer finden. Ja, den Wanderer. Und zwar dieser Wanderer, der uns Gegenstände tauscht. So, dafür gehen wir hier erstmal vors Pokémon Center, auf jeden Fall in Erzählingen. Dann ganz nach rechts und dann nach oben. Und hier seht ihr nun den Wanderer. Nun sprechen wir an und fragen ihn erstmal, welche Sphären er hat. So, jetzt seht ihr, er hat an erster Stelle die Purpursphären S. Und es ist ganz wichtig, dieser Glitch funktioniert nur, wenn der Wanderer entweder die Purpursphäre S verkauft oder die Indigosphäre S. Also quasi entweder die rote Sphäre hier oder die blaue Sphäre. Wenn er eine andere Sphäre hat, also die weiße oder die grüne, dann funktioniert dieser Glitch nicht. Dann müsst ihr wirklich einen Tag warten, bis der Wanderer wieder neue Sphären im Sortiment hat. Denn auch wenn ihr die Zeit umstellt, dann funktioniert es nicht. Er wird immer noch dieselben Sphären haben. So, also und auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass er jetzt hier die Purpursphären S hat. Perfekt. Und ja, jetzt gehen wir wieder nach oben und wir gehen nach Schleiede. So, hier in Schleiede angekommen, werden wir jetzt auch erstmal in den Untergrund gehen, denn wir müssen jetzt einen anderen Wanderer finden, der uns Sachen tauscht. So, dafür gehen wir wieder in den Untergrund, alleine, und wir suchen jetzt erstmal den Wanderer. Dafür gehen wir jetzt hier nach links, dann nach unten, dann nochmal nach links, und hier unten müsste er eigentlich sein. So, perfekt. Und dieser muss jetzt auch die gleichen Sphären haben wie der andere, also entweder Purpursphären oder Indigosphären. Deko erhalten, und ihr seht, er hat Purpursphären L. Das ist perfekt. So, dann gehen wir jetzt hier wieder raus und wir gehen wieder an die Oberfläche, denn nun müssen wir ins Kaufhaus von Schleiede gehen und wir müssen Sockel kaufen. Und zwar folgende Sockel. Wenn bei euch der Wanderer Purpursphären hat, dann müsst ihr die Ecksockel kaufen. Wenn er bei euch die Indigosphären hat, dann braucht ihr die Rundsockel. Dafür geht ihr ins Kaufhaus und ins vierte Stockwerk müsste es eigentlich sein. Also jetzt hier das erste, zweite oder vielleicht sogar das dritte war es schon, oder? Ja, hier, genau. So, dann sprechen wir die Frau an, etwas kaufen und ja, wie schon gesagt, bei uns hat er ja die Purpursphären, also müssen wir Ecksockel kaufen. Also am sinnvollsten, es ist kein Muss, wäre es, wenn ihr 163 Poké-Dollar schon als Startkapital hättet. Weil mit dieser Weise könnt ihr halt am meisten rausholen. Dieser Glitch funktioniert aber natürlich auch, wenn ihr weniger habt. So, jetzt kaufen wir auf jeden Fall Ecksockel. Und zwar kaufen wir, ja, 163 Stück. So, mit 163 können wir halt das Maximum rausholen, weil mehr als 999.000 Poké-Dollar geht halt nicht. So, dann kaufen wir die hier. Perfekt. 163 Ecksockel. Und ja, jetzt gehen wir gleich einfach wieder in den Untergrund. So, frisch aus dem Kaufhaus raus, gehen wir jetzt nochmal in den Untergrund und sprechen jetzt wieder den Wanderer an. Denn diesmal möchten wir die Sockel gegen Purpursphären eintauschen. So, wir laufen jetzt hier wieder den gleichen Weg wie gerade eben. Nach unten, dann nach links, dann nach unten. So, da ist er ja. Hallo? So, hast du kleine Sphären? So, Dekoobjekte. Jetzt verkaufen wir erstmal unsere Ecksockel. Und ihr seht schon, ich habe schon 48 im Besitz. Und jetzt verkaufen wir einfach so viele. Ihr seht schon hier rechts, auch wenn ich runter geht, sind immer noch 999. Wir werden jetzt so viele verkaufen, bis wir halt, sag ich mal, mit den 48 Stück, die wir schon haben, auf die 999 kommen. So, wenn ich jetzt eins hochgehe, dann wären es 952 plus 48 wären 1000. Wir können halt nur maximal 999 haben. Am effizientesten wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier erstmal nur auf die 945 gehen. Aber ich werde jetzt hier trotzdem mal die 952 kaufen, damit wir einfach die 999 direkt voll haben. So, genau. Das machen wir erstmal so. Dann gehen wir hier zurück. Erhalten wir Objekte. Was wir jetzt machen, ist, diese Purpursphären S werden wir gegen Purpursphären L eintauschen. So, 999 gegen 19 Stück. Genau. So, jetzt haben wir hier 49 Purpursphären S im Sortiment. Und was wir jetzt machen, wir werden einfach nochmal die restlichen hier tauschen. So, Ecksockel S gegen alle Purpursphären, die wir noch haben. Also gegen alle, die es natürlich möglich ist zu tauschen. So, 27 Ecksockel S. Und jetzt kaufen wir einfach mit denen die restlichen Purpursphären L, die wir noch bekommen. Das sind jetzt in dem Fall 4 Stück. Passt schon. So, und nun werden wir wieder nach Erzelingen gehen. So, hier in Erzelingen angekommen, werden wir jetzt wieder in den Untergrund gehen. Und jetzt kommt gleich der Glitch an sich. Und zwar, ja, wir gehen jetzt hier erstmal in den Untergrund und wir gehen dann gleich wieder zum Wanderer. Aber wir werden jetzt etwas anderes kaufen, als man denkt. So, jetzt sprechen wir den an.
Hast du große Sphären? Ja, habe ich. So, jetzt könnte man denken, dass wir hier Puposphären S kaufen möchten. Aber jetzt kommt der Glitch, Leute. Denn wir werden jetzt gleichzeitig mit dem Joystick nach oben drücken und den A-Knopf drücken. In dem Fall werden wir so einen kleinen Menüglitch auslösen. Bam. So, jetzt seht ihr hier bei der TM95 Surfer, das Spiel denkt, dass das immer noch die Puposphären sind. Wenn wir jetzt das Maximale auswählen, dann steht hier 24 Stück. Aber wenn ich jetzt auf A drücke, 960 TM95 Surfer hättest du also gerne. Ja, also wenn du mich schon so lieb fragst, lieber Wanderer, dann nehme ich doch gerne 960 TM95. Ja, gegen 48 Puposphären L, ja, kein Problem, das machen wir doch gerne. Ja, guter Tausch, das denke ich auch. Ich danke sehr. Nein, ich habe zu danken, lieber Wanderer. So, damit ist der Glitch jetzt schon abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen, ist, wir gehen an die Oberfläche. Und ihr denkt euch wahrscheinlich schon, wir tauschen jetzt im Supermarkt diese ganzen TMs gegen Geld ein. Und ihr wisst, TMs sind ziemlich viel wert. Und jetzt haben wir ziemlich viele davon. Ja, so, willkommen, wie kann ich dir helfen? Etwas verkaufen. Ja, ich hätte ganz gerne, ich hätte gerne im Tausch gegen diese... Wir werden natürlich nicht alle 962 verkaufen, weil wir können ja, wie gesagt, maximal nur 999.000 Pokédollar haben. Deswegen werde ich jetzt in Relation halt einfach verkaufen. Ihr seht, ich habe ja schon 72.000 Pokédollar. Ich gehe jetzt einfach runter bis so 930. Ja, 932.500 passt schon. Und bam, 999.999 Pokédollar. Und wir haben immer noch 216 TM95 über. Und somit könnt ihr, klar, ich habe jetzt auch ziemlich viel erklärt, aber wenn ihr es schnell auf schnell macht, dann könnt ihr in wirklich unter 5 Minuten das Maximum an Geld rausholen. Aber ja, Leute, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Glitches, Exploits und auch Challenges in Zukunft habt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber dann würde ich mal sagen, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!